Erika Thalmann, geboren 23. Januar 1964 in Essen, wohnhaft in Bielefeld, verwitwet, Hausverwalterin, seit dem 24.04.2009 in Untersuchungshaft in der JVA Bielefeld-Brackwede. Am Abend des 23.04.2009 setzte die Angeklagte ihre Mieterin Simone Felten, von der sie wusste, dass sie unter einer Schlangenphobie litt, eine ungiftige Königsnatter in deren Pkw, der unabgeschlossen in der Tiefgarage ihres Wohnhauses in Bielefeld stand. Als Simone Felten um 19.45 Uhr auf dem Weg zu einem Geschäftsessen die Fischerlandstraße nahe Bielefeld mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h befuhr, bemerkte sie die Schlange im Fußraum des Wagens. Wie von der Angeklagten billigend in Kauf genommen, verriss die 28-Jährige daraufhin verschreckt das Lenkrad, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und raste in den Straßengraben. Der Wagen überschlug sich und erlitt Totalschaden. Simone Felten erlitt neben zahlreichen Hämatomen und einem Schleudertrauma eine Fraktur des Schlüsselbeins sowie eine Fraktur des rechten Schienbeinkopfes. Die Angeklagte wollte Simone Felten töten, um deren Wohnung an ihre Nichte vermieten zu können. Simone Felten war nicht, wie versprochen, rechtzeitig mit ihrer Familie aus der Wohnung ausgezogen. Die Angeklagte wird somit des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr beschuldigt. Strafbar gemäß dem Paragraphen 211 Absatz 2. Frau Thalmann, es steht Ihnen vorher, ob Sie sich dazu äußern wollen. Wollen Sie was sagen zu dem Vorwurf? Natürlich will ich das. Das ist doch überhaupt nicht haltbar, was der Herr Staatsanwalt davon sich gegeben hat. Was ist denn nicht haltbar daran? Naja, dass ich der Frau Felten diese Schlange ins Auto gelegt haben soll. Ich kann sie zwar nicht leiden, meine Mieterin, aber sowas würde ich ganz bestimmt nicht tun. Laut der polizeilichen Aussage von Frau Felten soll es an diesem Abend, so gegen 19 Uhr, zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen Ihnen beiden gekommen sein. Ja, das stimmt schon. Ich kann Ihnen das erklären. Die Felten hat sich mal wieder über die Schlange meiner Nichte aufgeregt. Weil die Tür nicht abgeschlossen war zu dem Raum, wo die Tiere drin sind. Das war alles. Ich habe das meiner Nichte gesagt und damit war's gut. Aber laut Aussage der Frau Felten soll es bei diesem Streit ganz schön hoch hergegangen sein. Und die Frau Felten, die hat ihn sogar angedroht, ihren Reptilienkeller auszuräuchern. Und wenn ich wörtlich zitieren darf, sie hat gesagt, sie wird mit allen rechtlichen Mitteln gegen ihre Biester vorgehen. Wissen Sie, ich habe irgendwann überhaupt nicht mehr zugehört, was die Frau Felten gesagt hat. Die redet viel, wenn der Tag lang ist. Mhm. Ich habe mir angewöhnt, dass das zum einen Ohr rein und zum anderen rausgeht. Geht denn dieser Streit zwischen Ihnen und Simone Felten schon länger? Was tut denn das jetzt zur Sache? Ich war's doch nicht. Ihr eigener Ehemann war's. Hat sich denn bis jetzt noch niemand darüber gewundert, dass der als Erster am Unfallort war und geholfen hat? Das ist doch kein Zufall. Ja, der Meinung bin ich auch. Er hat seiner Frau die Schlange ins Auto gelegt. Und nachdem sie die Schlange nicht wie geplant schon in der Tiefgarage bemerkt hat, da hat er Panik bekommen und ist hinterhergefahren, um Schlimmeres zu verhindern. Und wieso soll er seiner Frau eine Schlange ins Auto gelegt haben? Das kann ich Ihnen erklären. Unter uns, der ist doch schon seit Monaten schlecht, auf seine Frau zu sprechen. Die streiten nur noch. Seit die Frau Felten einen auf Karriere macht, muss er zu Hause bleiben und sich ums Kind kümmern. Der kommt überhaupt nicht mehr vor die Tür. Der ist nicht nur eifersüchtig, frustriert und enttäuscht. Nee, der ist auch neidisch. Das sind ja wohl gute Gründe, dass er seiner Frau die Schlange ins Auto gelegt haben kann, um ihr so einen Schock fürs Leben zu verpassen. Ach, Frau Thalmann, schönes Ablenkungsmanöver, aber ein bisschen weit hergeholt, meinen Sie? Ja, vielleicht beantworten Sie auch lieber mal meine Frage von eben. Also, ich habe sie nicht vergessen. Meine Frage lautete, gibt es schon länger einen Streit zwischen Ihnen und Frau Felten? Ja, sie will einfach nicht aus der Wohnung ausziehen. Dabei war das schon alles abgemacht. Sehen Sie, und als Ihnen die Frau Felten an dem Tatabend eben endgültig mitgeteilt hat, dass sie eben nicht ausziehen wird, wie abgemacht, ja, da haben Sie einen richtigen Dampf bekommen. Und um Ihre Wut freien Lauf zu lassen, haben Sie die Schlange ins Auto gelegt. So hinterlistig und eiskalt bin ich nicht. Ja, hinterlistig. Wissen Sie was Sie gemacht haben? Das war nicht nur eiskalt, sondern es war heimtückisch. Und Sie haben dabei billigend in Kauf genommen, dass die Frau Felten zu Tode kommt. Das ist doch Irrsinn. Ich will doch nicht, dass sie stirbt. Wie fing denn der Streit über diesen Wohnungsauszug mit Frau Felten eigentlich an? Also es ist so. Ich bin die Hausverwalterin von diesem Haus mit den 6 Wohnungen. 2 davon gehören mir selbst. In der einen Zwei-Zimmer-Wohnung wohne ich und in der anderen die Feltens. Wissen Sie, ich wollte schon, dass meine Nichte da einzieht. Die studiert ja jetzt hier in Bielefeld. Mhm. Und ich wollte sie einfach unterstützen und bei mir haben. Aber? Nix aber. Ich habe ganz freundlich Herrn und Frau Felten schon Mitte letzten Jahres darum gebeten, dass sie im Frühjahr 2009 ausziehen möchten. Mhm. Und damals haben die gesagt, dass sie sich das überlegen werden und wahrscheinlich machen werden, weil die kleine Tochter bräuchte ja auch mal mehr Platz und da sei eine Zwei-Zimmer-Wohnung eh zu klein.
Sehen Sie, Frau Thalmann, und so haben sich das alles so schön überlegt. Und dann sind die Feltens doch nicht ausgezogen. Richtig. Die Frau Felten hat nämlich dann gesagt, sie hätte sich anders überlegt. Die kleine Wohnung würde reichen und sie wollte Miete sparen. Dass es eine Abmachung gegeben hat, das hat diese Person überhaupt nicht mehr interessiert. Und als dann ihre Nichte aus Amerika kam, da wurde es ein bisschen knapp in der Wohnung. Noch dazu, als ihre Nichte auch noch ein paar nette Tierchen mitgebracht hat. Und ob das knapp wurde, das kann ich Ihnen sagen. Bevor Sie mich in Untersuchungshaft gesteckt haben, hat Anna auf der Couch geschlafen und das für Wochen. Welche Tiere hatte Ihre Nichte denn dabei, als sie zu Ihnen gezogen ist? Da muss ich mich kurz konzentrieren. Also, es waren 3 Schlangen, 5 Spinnen, 2 Ratten, 4 Mäuse, 2 Geckos und ein Chamäleon war dabei. Wissen Sie, Anna liebt diese Tiere, sie würde alles und für die war tun. Auch diese Königsnatter mit dabei, die dann eben im Auto von Frau Felten gefunden wurde? Ja. Ja. Und wurden diese Tiere da tatsächlich im Keller untergebracht, wie der Herr Staatsanwalt das gemeint hat gerade? Ja. Ich habe da einen großen, ungenutzten Raum, da hat Anna dann diese Terrarien und Wärmelampen hingestellt. Aber das ist doch kein Zustand, nicht auf Dauer. Ganz genau. Und das fand eben die Frau Felten auch. Findet sie auch heute noch. Und Sie wissen ganz genau, dass die Frau Felten so eine Schlangenphobie hat. Und das wissen Sie spätestens seit dem Zeitpunkt, als sich die Frau Felten nicht mehr aus ihrer Wohnung getraut hat, weil sie nämlich ihre Nichte dabei gesehen hat, wie die eine Schlange im Treppenhaus spazieren getragen hat. Ja, die hat total hyperventiliert. Ja. Aber trotzdem habe ich ihr die Schlange nicht ins Auto gelegt. Ja. Mach sowas nicht. Was ist dann mit dem Maximilian Stups? Was soll mit dem sein, mit dem Kleinen von nebenan? Na, da soll sie beispielsweise dabei beobachtet haben, wie sie am Abend vom Kellerraum mit einer Schachtel in der Hand in Richtung Tiefgarage gegangen sind. Und ich in dieser Schachtel nicht. Wurde die Schlange transportiert. Ich war das nicht, da täuscht sich dieser junge Mensch. Er ist doch noch ein Kind. Wo waren Sie denn dann an dem Abend nach dem Streit, so zwischen 19 und 1945? Im Keller, ich habe die Waschmaschine repariert. Und wie weit davon ist dieser Keller, wo die Tiere untergebracht sind? Der ist direkt daneben. Mhm. Ich verstehe. Wissen Sie was? Mir wird die ganze Sache hier zu blöd. Ich sag jetzt überhaupt nichts mehr. Ich bin die ganze Zeit so ehrlich und arbeite mit und kriege nur noch aufs Dach. Ich unterstelle Ihnen doch gar nichts. Ich versuche nur zu hinterfragen. Und ich habe auch noch ein paar Fragen. So ist es ja nicht. Was heißt, Sie wollen nicht mehr? Nein, ich will nicht mehr. Ja gut, das ist ja gutes Recht. Dann nehmen Sie bei meinem Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Simone Felten, bitte. Frau Felten, geht das mit der Brücke ja, so? Danke. Ja. Bitte. Danke. Frau Felten, geht's so oder brauchen Sie noch weiter Hilfe? Danke, es geht. Ja. Ja, dann nehmen Sie einfach mal Platz, bitte schön. Ich muss Sie dann schon mal belehren, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit der Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja. Sie heißen Simone Felten, 28 Jahre alt. Sie wohnen in Bielefeld. Sie sind verheiratet, Steuerberaterin, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Nein, nein, also verwandt sind wir nicht. Sie ist nur meine Vermieterin und das reicht vollkommen. Wie lange wohnen Sie denn schon in der Wohnung von der Frau Thalmann? 5 Jahre und bis vor kurzer Zeit auch ganz ohne Probleme. Aber dann hat Frau Thalmann ihre Nichte unsere Wohnung versprochen und seitdem verhält sie sich wie eine Furie. Also, es ist unglaublich, das ist, sie hätte mich ja fast umgebracht mit dieser... Halten Sie sich mal zurück, ich habe Ihnen gar nichts getan. Das werden wir schon noch sehen. Haben Sie denn einem Wohnungsauszug schon zugestimmt? Nein, das habe ich nicht. Ich habe damals lediglich gesagt, dass wir es uns überlegen würden und mehr nicht. Das ist doch überhaupt gar nicht wahr. Sie haben damals gesagt, dass Sie auf jeden Fall ausziehen werden. Das haben Sie sich vielleicht gewünscht. Also Sie haben gesagt, Sie werden sich's überlegen. Richtig, okay. Genau. Kommen wir doch mal zu dem Abend, um den es heute geht, den 23. April 2009. Wann haben Sie dann an dem Abend Ihr Auto in der Tiefgarage abgestellt? Das war so gegen 19 Uhr. Mhm. Ich hab's dummerweise nicht abgesperrt. Ich mache das ganz ehrlich gesagt immer so. Es ist bisher auch noch nie irgendwas passiert. Ich wollte nur schnell hoch zum Duschen, mich umziehen und dann wollte ich wieder wegfahren. Mhm. Ich hatte ein wichtiges Geschäftsessen mit Kollegen und einigen Anwälten. Wann sind Sie dann wieder ins Auto gestiegen? So gegen 19.45 Uhr, viertel vor 8, ja. Das heißt also, es muss Ihnen jemand wohl zwischen 19 und 19.45 diese Schlange ins Auto gelegt haben. Ja, genau. Aber ich habe das anfangs nicht gemerkt. Ich hatte es auch total eilig. Ich wollte nicht zu spät kommen. Ja. Wann haben Sie die Schlange denn dann bemerkt? Vielleicht nach 10 Minuten, als ich auf der Fischerlandstraße war. Mhm. Da habe ich auf einmal irgendwas an meinem Bein gespürt. Ich kann mich auch gar nicht mehr ganz genau erinnern. Ich habe runtergeschaut und dann auf einmal habe ich diese Schlangen gesehen. Und
da war es vorbei. Da habe ich das Lenkrad verrissen und bin von der Straße abgekommen. Und das Nächste, was ich weiß, war, ich lag im Krankenhaus. Diese Königsnatter hier, die ist in Ihrem Auto gefunden worden. Die ist zwar ungiftig, aber schaut natürlich gefährlich aus. Und wenn ich mir vorstelle, dass mir irgendwie eine Schlange am Bein hochkrabbelt, da ist Ihr Schreck natürlich mehr als nachvollziehbar. Ja. Und der Schreck war wohl dann auch der Auslöser für Ihren Unfall. Ja, genau so eine Schlange war das. Ja. Und laut unfallanalytischem Gutachten sind Sie mit einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h rechts von der Fahrbahn abgekommen, in Straßengraben gefahren, worauf sich dann Ihr Wagen auf dem Acker mehrfach überschlagen hat. Richtig, ja. Genau. Ich hatte einfach Glück, weil mein Mann mir zufällig hinterhergefahren war. Ich hatte was vergessen. Ne? Ja, ja. Und wenn er das nicht gemacht hätte, wenn er nicht gewesen wäre, dann hätte man mich in dem Graben wahrscheinlich gar nicht so schnell gefunden. Was für ein glücklicher Zufall, nicht wahr? Ja, aber die hätte mich ja fast umgebracht. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, sicher. Wir haben uns ja am selben Abend sogar noch gestritten, kurz nachdem ich nach Hause gekommen war. Gute Stichworte. Worum ging es denn bei dem Streit? Ja, mal wieder um diese ekelhaften Viecher von Frau Thalmanns Nichte. Also, Sie meinen die Frau Breyer, Anna Breyer. Genau, richtig. Die wohnt ja jetzt bei Frau Thalmann. Und auf jeden Fall an dem Abend, als ich von der Garage nach oben wollte, musste ich an den Kellerräumen vorbei, eben auch an dem, in dem sich diese Tiere befinden. Und sonst sieht man die Biester nicht, weil dieser Raum, der hat eine Stahltür, ja, und der ist normalerweise, die Tür ist normalerweise verschlossen. Aber an dem Abend war die Tür nur angelehnt. Und da bin ich natürlich gleich zu Frau Thalmann und habe mich beschwert. Und wo haben Sie die Frau Thalmann da angetroffen? Im Treppenhaus. Sie war gerade auf dem Weg von der Wohnung in den Keller. Und ja, da habe ich immer mal so richtig meine Meinung gesagt. Ich bin auch ganz ehrlich gesagt nicht besonders nett gewesen. Und dann hat Frau Thalmann zu mir sogar noch gesagt, ja, wenn Ihnen das mit den Tieren im Haus nicht passt, dann können Sie ja ausziehen. Was haben Sie denn darauf gesagt? Na, ich habe gesagt, dass ich diesen Reptilienkeller eher ausräuchern würde, als dass ich ausziehe. Und dann habe ich gesagt, dass ich zum Mieterschutzbund gehen würde, um mich über diese Biester zu beschweren. Mhm. Und außerdem, dass ich mich noch am selben Abend mit einem befreundeten Fachanwalt für Mietrecht darüber unterhalten würde, was man in diesem Fall tun kann. Ja, das war eine ziemliche Unverfrorenheit von Ihnen. Sie hatten die Miete doch schon um 50 Euro im Monat gekürzt. Das sind 600 Euro im Jahr. Ja, na und? Sie hatten das doch auch stillschweigend akzeptiert. Bei solchen Zuständen die Miete zu kürzen, das ist mein gutes Recht. Ja? Und außerdem hätte ich sofort wieder den normalen Mietpreis gezahlt, wenn diese Tiere aus dem Haus entfernt worden wären. Warum haben Sie die Miete denn gemindert? Wegen den Tieren. Wegen den Tieren. Ja, es hatte schon mal einen Zwischenfall gegeben mit einer Schlange. Damals bin ich Ihrer Nichte begegnet, ja, im Treppenhaus, als sie eine Schlange von der Wohnung in den Keller trug, in der hohlen Hand. Ich hatte so eine Panik, ich habe so einen Schreck bekommen. Ich konnte den ganzen Tag nicht mehr vor die Tür. Ich hatte solche Angst, dass ich nochmal Anna Breyer begegnen würde mit dieser Schlange. Und von dieser Phobie, es ist eine wirkliche Phobie, hatte Frau Thalmann gewusst. Sie wusste es. Und deswegen hat sie mir mit Sicherheit diese Schlange ins Auto gelegt. Ich war das nicht. Ja, klar, natürlich. Ganz klar. Aber Sie wollten doch, dass sie auszieht, oder? Ja, ich wollte, dass sie auszieht. Eben. Aber da bringe ich sie doch nicht in so eine Gefahr. Ich bin doch nicht irre. Also eines steht jedenfalls fest, ja? Sie, Frau Thalmann, Sie hatten schlichtweg die Befürchtung, dass die Frau Felden etwas gegen die Tiere unternehmen wird und dass sie weiterhin die Miete kürzen wird. Ja? Und das wollten Sie nicht so einfach hinnehmen. Ja, genau so. Davon können wir ja wohl ausgehen. Genau so ist es gewesen. Und dann hat Frau Thalmann sogar noch gesagt zu mir, nehmen Sie sich in Acht, passen Sie bloß auf, was Sie machen und ziehen Sie lieber bald aus, sonst passiert Ihnen noch was. Lauter solche Sprüche. Sie haben mich beschimpft und ich habe zurückgeschimpft. Sie haben mir gedroht. Ja, und dafür haben Sie meine Nichte beleidigt, dass sie pervers und widerwärtig ist, weil sie diese Tiere im Keller hält. Also jetzt beruhigen sich beide mal wieder. Wir können uns, glaube ich, so langsam vorstellen, wie der Streit zwischen Ihnen so ungefähr abgelaufen ist. Und damit, glaube ich, steht weiter fest, dass Sie aus Wut diese Schlange in Frau Feldens Fahrzeug gelegt haben. Ist gar nicht wahr. Aber mit Sicherheit. Aber dass Sie wirklich geglaubt haben, dass wir wegen so einer Aktion ausziehen würden, ja, das ist ja lächerlich. Jetzt erst recht nicht. Ich muss mich doch sehr wundern, dass Sie so sehr von der Schuld meiner Mandantin überzeugt sind, Frau Felden. Sie ist doch nicht die Einzige, die von ihrer Schlangenphobie gewusst hat. Wer wusste denn sonst noch davon, Frau Felden? Naja, also meine beste Freundin, mein Mann, wahrscheinlich das ganze Wohnhaus. Aber wer bitte, außer Frau Thalmann, hätte irgendwas davon gehabt, wenn ich vor einer Schlange so erschrecke? Meine Mandantin hatte ja nun wirklich gar nichts davon. Sie sitzt jetzt in U-Haft und Sie weigern sich auszuziehen nach wie vor. Ich denke, in Wahrheit ging es doch um was ganz was anderes. Nämlich darum, Sie davon abzuhalten, dass Sie zu diesem Geschäftsessen fahren.
Bitte? Wer ist denn noch so irre und nimmt in Kauf, dass ich bei einem Autounfall sterbe? Ich nehme an, dass der wahre Täter niemals wollte, dass Sie sterben. Der ging wahrscheinlich sicher davon aus, dass Sie die Schlange im Auto bemerken, bevor Sie losfahren würden, ne? Mit wem wollten Sie sich eigentlich an dem Abend verabreden, genau? Mit wem waren Sie da verabredet? Naja, also mit besagtem Mietfachanwalt, mit meinem Chef, einem Steuerberater. Mhm. Und außerdem mit einem Strafverteidiger, einem Kollegen von Ihnen, für den wir unter anderem arbeiten. Wie heißt denn dieser Strafverteidiger? Herr von Grauberg. Für Sie wohl eher Richard, oder? Wie sieht er denn aus, dieser Richard von Grauberg? Wie meinen Sie, dass er aussieht? Gefällt er Ihnen? Jetzt tun Sie doch nicht so, Frau Felten. Sie haben immer laut mit Ihrem Mann gestritten und ich habe ein paar pikante Details mitbekommen. Sie hatten was mit diesem Möchtegern-Adligen Richard von Grauberg. Jetzt lauschen Sie uns auch noch, oder was? Das wusste ich nicht. Sie waren nämlich laut genug. Sie hatten eine Affäre, Frau Felten. Deshalb hat Ihr Mann Ihnen die Schlange ins Auto gelegt, wegen diesem Richard. Ach, das ist doch... Hatten Sie eine Affäre mit diesem Mann? Mein Gott, ja. Aber... Es war ein Ausrutscher. Wir waren nur ein einziges Mal miteinander im Bett. Es ist auch schon mehrere Monate her. Ich habe das meinem Mann erzählt, ich habe es ihm gebeichtet. Er hat mir verziehen und damit ist gut. Ich möchte, dass Sie ihn da bitte raushalten. Aber jetzt seien wir doch mal ehrlich. Mehrere Monate, das kann eine lange Zeit sein. Aber manchmal sind 10 Jahre nicht genug, um einen Seitensprung zu verzeihen. Also Ihr Ehemann Tobias... Der wird doch nicht gerade erfreut gewesen sein, dass Sie sich wieder mit diesem Mann treffen wollten. Natürlich war er nicht begeistert. Aber er hat dann eingesehen, dass dieses Geschäftsessen wirklich rein geschäftlicher Natur aber ist. Aber haben Sie sich an dem Abend nicht gestritten darüber? Ja. Ja, wir haben uns darüber gestritten. Aber er hat es dann einfach eingesehen. Es ging einfach nur ums Geschäft. Und außerdem hat Tobias mit Sicherheit nichts mit dieser Schlange zu tun. Woher und was, Sie wenn denn doch, das wissen? Was, wenn... Ihr Mann mit dieser Schlange erreichen wollte, dass Sie sich eben nicht mit Ihrem ehemaligen Seitensprung treffen? Nein, Tobias würde sowas nicht tun. Sie kennen Ihren Mann doch gar nicht mehr. Sie sind doch überhaupt nicht mehr da. Bitte? Ja, seit Sie einen auf Karriere machen und nie zu Hause sind, sehen Sie ihn doch überhaupt nicht mehr. Genauso wie Ihre kleine Tochter im Übrigen. Ich frage mich, warum Sie überhaupt ein Kind gekriegt haben, wenn Sie sich nicht drum kümmern. Sagen Sie mal, wieso? Das ist doch eine Unverfrorenheit. Wieso mischen Sie sich eigentlich in unsere Angelegenheiten ein? Ich hatte mit Tobias gemeinsam entschieden, dass er zuerst zu Hause bleiben würde und sich um Sophie kümmert und dass ich arbeiten gehen würde. Und außerdem, das ist eine Sache zwischen mir und meinem Mann. Halten Sie sich da bitte raus. Naja, es gibt ja einen gewissen Grund, warum jetzt immer so in Richtung Ihres Mannes gefragt wird. Ihr Mann war ja als erster am Unfallort dann. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, ich hatte was vergessen. Mein Notizbuch, er hat es mir nachgebracht, ja. Können Sie sich wirklich erinnern, ob Sie das Notizbuch tatsächlich vergessen haben? Ja, ich denke schon, ja. Also, zumindest war es nicht in meiner Handtasche, als ich aus der Klinik entlassen wurde. Ja, eben. Das hatte Ihr Mann. Ja, das muss doch gar nichts heißen. Ihr Mann könnte doch genauso gut erst im Krankenhaus das Notizbuch aus Ihren Sachen genommen haben. Damit Sie glauben, dass er wegen des Notizbuches da am Unfallort gewesen ist. Nein, das glaube ich nicht. Noch jemand Fragen an die Frau Feld? Dankeschön. Sie dürfen den Platz nehmen, bleiben unvereidigt. Anna Breyer, bitte. Breyer, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Frau Breyer, Sie wissen natürlich, als Zeugin vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Anna Breyer, 20 Jahre alt, Sie wohnen in Bielefeld, Sie sind ledig, Biologiestudentin und Sie sind die Nichte der Angeklagten. Als Nichte haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht, Sie können frei entscheiden, ob Sie überhaupt aussagen wollen. Wollen Sie sich trotzdem äußern? Ja. Sie wissen, worum es geht. Es geht in erster Linie eigentlich um diese Königsnatter hier. Und zwar am 23. April war die im Auto von Frau Felten und ihre Tante soll sie dorthin befördert haben. Ja, aber Erika war das nicht. Das werden wir jetzt mal klären. Jedenfalls war das Ihre Königsnatter, oder? Ja, das ist meine, richtig. Die habe ich dann später von der Polizei auch wieder bekommen. Wo bewahren Sie denn die Tiere normalerweise auf? Unten im Keller meiner Tante. Da sind die Terrarien und die sind auch alle noch mal abgeschlossen. Also muss die jemand da rausgenommen haben. Anders kann ich mir das zumindest nicht erklären. Und eine Transportbox hat ja auch gefehlt. Blöderweise habe ich vergessen, die Kellertür abzuschließen. Deswegen konnte das auch nur passieren. Was für ein Verhältnis hat denn Ihre Tante zu ihren Tieren? Mag sie Schlangen? Nee, auf gar keinen Fall. Also,
als ich meine Schlangen vom Kumpel wiedergeholt habe nach meinem Amerika-Aufenthalt, da hatte sie echt richtig Respekt vor den Reptilien. Würden Sie Ihrer Tante zutrauen, dass sie eine Schlange aus dem Terrarium nimmt? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe ihr ja mal angeboten, ihr so eine Schlange auf die Hand zu setzen, aber keine Chance. Davon wird sie da nicht hören Sie es. Ich könnte so eine Schlange nie irgendwo hinbringen. Frau Thalmann, diese Schlange wurde auch in einer Transportbox, also in einer Schachtel transportiert. Jetzt machen Sie es nicht ganz so einfach, ja? Sie wird ja schlecht alleine da reinkrabbeln, oder? Eben. Also kann sie es gar nicht gewesen sein. Ja, das ist doch völlig klar, Frau Zeugin, dass Ihre Tante das nicht gewesen sein kann. Ja, Sie wollen doch Ihre Tante schützen. Ist doch eindeutig. Nein, so ist das nicht. Ach, Sie wohnen also nicht umsonst bei Ihrer Tante, ja? Während Sie in Bielefeld Biologie studieren. Ja, schon. Da sind Sie doch Ihrer Tante dankbar. Ja. Wobei es ja sicherlich noch viel schöner wäre, wenn Sie jetzt endlich diese Zwei-Zimmer-Wohnung hätten, die Ihnen Ihre Tante verschafft hat. Dann müssen Sie nämlich Ihre Tiere nicht mehr im Keller lagern. Ja, sicher ist das auf Dauer blöd. Dabei habe ich damals die Wohnung extra für meine Nichte gekauft, damit sie mal versorgt ist. Und jetzt wird die Wohnung von den Feltens besetzt. Das geht doch nicht! Ja, Erika, komm mal wieder runter. Also Sie haben, ich darf zusammenfassen, durchaus Verständnis für Ihre Tante. Vielleicht geht Ihr Verständnis sogar so weit, dass Sie hier lügen für Ihre Tante. Nein. Ich meine, vielleicht würde ich lügen. Mhm. Aber so ist es nicht. Jetzt belehre ich Sie mal vorsorglich, 55 StPO, Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ich frage es jetzt einfach mal, wo waren Sie denn an dem Abend so zwischen 19 und 1945? Also erst war ich unten und habe die Schlange gefüttert bis 18.30 Uhr ungefähr und dann habe ich bis 19 Uhr telefoniert und dann saß ich vor dem Fernseher und dann um 19.30 Uhr ungefähr kam dann meine Tante nach oben und hat gesagt, dass die Felten sich beschwert haben wegen der Kellertür und um 19.45 Uhr bin ich dann runter. Wo war Ihre Tante in dem Zeitraum? Wie gesagt, ich habe sie erst um 19.30 Uhr gesehen. Da ist sie kurz nach oben gekommen, um Bescheid zu sagen, wegen der offenen Kellertür. Und als ich dann um 19.45 Uhr runtergegangen bin, war sie in der Waschküche. Und ich habe sie dann noch gefragt, ob ich ihr was helfen soll, weil die Waschmaschine ja kaputt ist. Aber sie wollte keine Hilfe, also bin ich wieder in die Wohnung. Wussten Sie eigentlich, dass Simone Felten eine Schlangenphobie hat? Ja, sicher. Ich bin ihr mal im Hausflur begegnet, als ich gerade ein Jungtier runter in den Keller bringen wollte. Und das war wirklich noch eine ganz kleine Schlange. Aber die ist total ausgerastet, hat nur noch geschrien und geheult, ey. Das war super krass. Machen Sie sich bloß nicht über mich lustig. Nein, will ich ja gar nicht. Ich habe sowas nur noch nie gesehen. War der Ehemann von Frau Felten auch dabei, als das passiert ist? Ja, der hat ihr die Einkaufstüten aus dem Supermarkt hinterhergetragen. Und dann hat er sich den ganzen Tag um sie gekümmert. Die war wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen. Dann hat er also das volle Ausmaß der Phobie mitbekommen. Haben Sie ihn vielleicht auch am Tatabend im Treppenhaus gesehen? Nee, der war sicher in der Wohnung. So wie immer, wenn Frau Felten zu Hause ist. Wie meinen Sie das? Ja, Tobias ist ja praktisch ihr Hausmann. Seitdem sie einen auf Karriere macht, kümmert er sich um alles. Um die kleine Tochter und um den Haushalt. Und wenn sie dann mal da ist, dann hat sie ständig irgendwas an ihn rumzumeckern. Was er nicht gemacht hat oder wenn er was nicht ordentlich gemacht hat. Und so ist er nur in der Wohnung. Und das bekommt man mit, wenn man da wohnt. So ein Quatsch, Sie haben doch gar keine Ahnung. Und überhaupt, wieso sprechen Sie meinen Mann eigentlich mit Vornamen an? Naja, ich habe Tobias im Hausflur kennengelernt. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten über meine Schlangen. Und wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Und ich glaube, Sie wissen überhaupt gar nicht, was Sie da für einen tollen Mann haben. Das ist ja interessant. Und was wollt ihr sonst noch alles wissen? Naja, so dies und das. Was die fressen, wann die sich häuten. Mhm. Der war echt angetan von den Schlangen. Eine hat er sogar angefasst. Ah ja, sieh mal eine an. Vielen Dank. Noch Fragen an die Zeugin hier? Keine Frage. Dankeschön, dann bleiben Sie unvereidigt, dürfen bitte hinten Platz nehmen. Der Zeuge Tobias Felten, bitte.